Moin Lotto! Und herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freunde, wir haben sie wieder da, die Memes, auf die ihr alle gewartet habt. Die besten Memes von Tinder. Eine Plattform, wo man sich menschlich näher kommt, wo man zueinander finden soll oder wo sehr viele absurde Sachen passieren. Diese Sachen in diesem Video. Los geht's! Fröhlichen Valentinstag! Bist du an Preisen interessiert? Was für Preise meinst du? Außerdem ebenfalls fröhlichen Valentinstag zum Spaß haben. So wie ein niedriger Hypothekenpreis Spaß ist, ich bin ein großer Fan von Spaß. 60 für 30 Minuten, 100 für eine Stunde. So toll das auch ist, ich könnte niemals dein Geld nehmen. Was? Das eigene Business nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben und genau dahin gegangen, wo die Zielgruppe ist. Verzweifelte junge Männer auf der Suche. Props an diese Dame, auf jeden Fall. Clevere Geschäftstaktik, ich denke auch, sie wird Erfolg damit haben. Why you should swipe right by Jake. Jake21, vielen Dank für deine tolle Präsentation. Gucken wir mal, was du heute mitgebracht hast. Car can pick you up and take you on dates. Nice. Stabiles Auto auf jeden Fall. Stabiles Kennzeichen auch. Klarer Pluspunkt an der Stelle schon mal. Pro Gamer, auch gut präsentiert, dankeschön. On ESPN for playing video games. Aha. Dexterous Fingers. Ja. Könnte von Vorteil sein. Bisher, ich bin schon sehr angesprochen. Mechanical Engineer has big brain. Ah, can solve your problems. Kann ich den auch engagieren? Wer da nicht nach rechts swiped? Ah, keine Ahnung. Smoke. Ah, always stocked, love to share. Aha, okay. Apartment, well, okay. Company always welcome, secure from Covid. Was kann ein Mann mehr zu bieten haben? Jake, bisher sehr stabil, zwei Folien kommen noch. Swordman, can and will protect you, knows how to wield a sword. Okay, hat sich ein bisschen obenrum freigemacht dafür. Okay, the end. Any questions, send DM. Stark. Ganz, ganz stark. Jake, ich würde auf jeden Fall sofort nach right swipen. Nicht unbedingt, um dich zu daten, aber vielleicht einfach, um dein Freund zu werden. Weil man kann sagen, jemand, der so viel Mühe und Arbeit in so eine Präsentation steckt, der muss wirklich verzweifelt sein auf der Suche. Alle Damen, die zugucken, können ja gerne mal schreiben, ob sie auch nach rechts geswiped hätten und Jake angefragt hätten. Chase21. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Bist du wirklich reich? Wenn du mich fragst, dass ich mehr als 5 Dollar in meinem Bankaccount habe, dann ist die Antwort ja. Stopp mich, wenn ich eine Nummer sage, die zu hoch ist. 10 Dollar? Ja, ich würde hier Stopp machen. Schade. Aber auf der Haben-Seite immerhin 5 Dollar. Von daher, damit kann man schon sich ein Mac-Menü holen, glaube ich. Minus ein Like. Ja, schade. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Person jetzt schon Tinder-Gold hat oder dafür nur geworben wird, aber das müsste bedeuten, dass sie sogar Geld für diese Scheiße ausgibt. Ist das der richtige Weg, um Leute kennenzulernen? Für diese Person auf jeden Fall nicht. Bitter. Ganz, ganz bitter. Manchmal bin ich auch einfach froh, dass YouTube-Videos keine Minus-Likes bekommen können. Nicht für mich, für andere Leute. Es wäre schwierig gewesen. Stellt euch vor, ihr hättet so viele Minus-Likes, dass euer Kanal einfach gelöscht werden würde ab 10.000 Minus-Likes. Es gäbe sehr viele Kanäle nicht mehr. Grüße gehen natürlich raus an ApoRed an der Stelle. Eine Dame, 20. If you're trying to figure out how to say my name, think Mike Tyson says kiss me. Kiss me. Kiss me. Aha, so einfach ist das. Das ist ein sehr guter Trick, um ihren Namen auch richtig aussprechen zu können. Kiss me. Ja, schade. Blöd, wenn man nicht Eltern hat, die einem einen vernünftigen Namen gegeben haben. Wenn die sowas machen, dann müssen die dich auch einfach hassen, oder? Girl on Tinder, hit me up on Instagram, Zwinker-Smiley. No, I don't think I will. Und auf Instagram sagen sie dir dann, du sollst denen auf TikTok schreiben und auf TikTok sollst du denen dann auf Kick schreiben und auf Kick sollst du denen dann auf ihrem Samsung Smart Kühlschrank antworten. Cleverer Weg auf jeden Fall, um zusätzliche Instagram-Follower zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn das Instagram-Profil dann auf privat gestellt ist, dann muss man ja erstmal eine Anfrage schicken. Ja, oder? Man lässt es einfach. Me, hey, I had an awesome time tonight. Maybe we can do it again sometime? Them, ghosting. Ooh, right in the fields. Tja, weiter. Schnell weiter. George, 35. Offensichtlich ist George nur ein Arm. I'm a cheating ass douchebag who never checks my profile, so I don't know it say this. EA Sports, it's in a game. EA Sports, so the same. I love you. Traumfrau,
direkt, komm, pack ein, nimm mit. Das sind die richtigen Tests, die am Anfang einer Beziehung gestellt werden müssen. Da merkt man direkt, ja, nein, funktioniert das Ganze oder nicht? Nicht, welche Hobbys hast du? Welche Bücher liest du gerne? Was hörst du für Musik? Nein. Probiert's aus mit eurem Partner. Schreibt den AE, guckt, ob ein A dahinter kommt. Und wenn nicht, macht direkt Schluss einfach. Kleiner Beziehungstipp von mir an der Stelle. Kostet aber 2 Euro. PayPal-Link unten in der Videobeschreibung. Irgendeine Dame, 23 Jahre alt. I'm the kind of girl you can bring home to mommy and daddy and still have crazy with. Fröhlicher Smiley. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das ein oder andere Mensch wirklich auf dieser Plattform bekommt mit dieser Beschreibung. Ob wirklich Leute auf sowas anspringen, keine Ahnung. Wenn sie das wirklich ernst meint, würde ich aber wirklich nicht nach rechts swipen, weil ich glaube, dann hat sie einen sehr großen Knacks. Und ich glaube, dann erspart man sich sehr, sehr viel Stress, wenn man einfach nicht darauf eingeht. You matched with who da? Who the fuck are you? Leute. Wie alt sind wir hier? Mitte 50? Lasst doch einfach die Dad-Jokes. Lasst es doch einfach. Mann, 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 Mann. The pee is silent at night. Oh, 20 Jahre alt. Warum? Sind das ernsthafte, reale Profile? Oder sind das irgendwelche verrückten Ex-Freunde, die damit irgendwem eins auswischen wollen? Das kann doch nicht sein, dass Leute, Damen, sowas ernst meinen. Oder? Also das müsste ich vorher sehen, um das wirklich glauben zu können. Vor allen Dingen ist es doch so, dass wenn du so eine Beschreibung hast, deine DMs komplett voll von irgendwelchen notgeilen Typen sind. Ob man so wirklich den richtigen findet? I'm the kind of girl you can take home to meet your dad. He will think I'm super funny and charming and cute at the same time. He falls in love with me. I think I feel the same way. We get married. I'm your mom now. I confront you. Young man, why are you on Tinder? You're now grounded. Dieses Internet schafft mich manchmal. 10er, wenn sie durchzieht. Ich würd 10 dazugeben einfach. Was ist denn los mit den Leuten? Lena, 28. I may not be Mrs. Right, but I will f*** you until she shows up. Leute! Immerhin macht sie klar, was ihre Absichten sind und nicht mehr. Ist das trashig? So, wie heißt sie? Lena? Kleines Späßchen an der Stelle. Keine Sorge. 28. Lives in Bengaluru, 12 Kilometer weg. News are played out. Send me a video of you reading out loud, so I know you're not dumb. Das ist eine richtig, richtig gute Methode. Zum einen hört man die Stimme der Person und ich glaube, das sagt schon sehr viel aus. Und man kann wirklich gucken, ist diese Person kognitiv in der Lage, einen Text vernünftig vorzulesen? Wenn nein, dann passt das wahrscheinlich nicht unbedingt. Außer du kannst auch nicht lesen. Dann passt es wieder. An der Stelle, falls Leute das bei mir machen wollen, kennt man dich. Das Hörbuch, kostenlos auf Spotify oder auch zum Support auf Audible und Co. Da kann man mein zartes Stimmchen jedes Mal hören. Und jetzt bitte ich darum, ganz viele Instagram-DMs zu bekommen, wo andere Leute mir was vorlesen. Man kann Sprachnachrichten aufnehmen. Ich weiß nicht, ob man daraus ein Video machen sollte. Ich glaube lieber nicht. Ich weiß nicht, was an der Stelle geschickt wird. Deshalb lieber nicht. Bei mir ist euer Geheimnis sicher. Zum Beispiel, wenn ihr nicht lesen könnt oder so. Bacon, 22. It's a match. Eine sehr schlechte Anmache. Leute, die solche Profile erstellen, um andere Leute zum Lachen zu bringen. Wunderschön. Leute, die solche Profile erstellen, um dann doch Leute anzumachen, die damit aus Scheiß matchen. Nee. warum? Ja, soviel zum Thema dazu. Geschrieben von Duck Quark. Immerhin das Game richtig gespielt. Das meine ich damit. Keine eklige Anmache, nein. Purer Enten-Content. Okay, hier ist eine Dame, Rachel, die hat offensichtlich nur ein Bein und an ihrem Hintern irgendwas zensiert. Call me Captain Ahab, because I'm missing a leg and hunting for dick. Ja, und ich glaube, an der Stelle reicht's auch heute wieder mit den besten Tinder-Memes. Oh! Liebe Freunde, falls es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ein Buch lesen. Laut. Das war's von mir. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Videos sehen wollt. Eieieiei. Macht's gut. Bis dahin. Ich geh jetzt weinen und den Glauben an die Menschheit verlieren. Tschüss.